Hi, heute geht es um Salz, Sohle und Bad Kissingen. Wie beides mit der Kur zusammenhängt und warum die Anlagen so bedeutend für das europäische Kurphänomen sind, das zeigen wir im Video über die Untere Saline. Viel Spaß! Die heutige Untere Saline besteht aus einer dreiflügeligen Anlage, die ab 1788 erbaut wurde. Teile des Südflügels wurden auf vorhandenen Fundamenten 1870 neu errichtet. Im Kern ist die Anlage eine seltene barocke Industrieanlage. Die gesamte Anlage diente zunächst der Speisesalzherstellung und später dann der Gewinnung von Zusätzen für die Badekur. Der Standort ist nicht zufällig, denn nur ein paar Schritte vom Areal entfernt befindet sich eine salzhaltige Quelle, eine sogenannte Sohlequelle, der Runde Brunnen. Der Bereich, der heute nur als Wiese zu erkennen ist, ist übrigens ebenfalls Teil der ursprünglichen Salinenanlage. An den Nordflügel der Anlage wurde im Jahr 1900 die Wäscherei für das staatliche Kurwesen angebaut. Die Funktionen und Lage der Gebäude sind intelligent aufeinander abgestimmt. Als erstes wurde die konzentrierte Sohle aus dem Gradierwerk hinauf in das Salzhaus auf der anderen Straßenseite gepumpt. Von hier aus wurde die Sohle vorbei am Lagerhaus, dem sogenannten Magazin, in die Sudpfanne im Sudhaus geleitet. Hier wurde über einem großen Feuer Salz gewonnen. Das fertige Endprodukt wurde dann im Magazin gelagert und verpackt. Der Südflügel schließt mit dem Wohnhaus des Salinenverwalters ab. Seine Aufgabe war es, die gesamte Anlage zu managen. Im Nordflügel befinden sich die Werkstätten. Hier waren die Schmiede, Schreinerei und Lagerräume untergebracht für den Unterhalt der Salinenanlagen. Die Werkmeister, die verantwortlich waren für den Betrieb und Unterhalt der unteren Saline, wohnten im Ostflügel. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts rentierte sich die Speisesalzherstellung aus verschiedenen Gründen zunehmend nicht mehr. Zeitgleich gewann die Sohle als Heilmittel an großer Bedeutung. So kam es, dass ab 1870 der Betrieb komplett in den Dienst der Kur gestellt wurde. Ab jetzt waren besonders die Badezusätze Siedsohle, Mutterlauge und Badesalz gefragt. Die Anlage der unteren Saline spiegelt bis heute die Transformation von der Speisesalzgewinnung bis hin zur Sohleaufbereitung für den Kurbetrieb wider. Bis 1968 war die untere Saline noch in Betrieb. Die Anlagen im Sudhaus sind vermutlich die einzigen original erhaltenen Zeugnisse der historischen Siedesalzgewinnung in Süddeutschland. Innerhalb der 11 Städte der Great Spa Towns of Europe ist Bad Kissingen die einzige Stadt mit Anlagen zur Aufbereitung und Nutzung von Sohle. Damit steht die untere Saline für die Verwendung der Sohle als Kurmittel. Das gesamte Areal ist deshalb auch ein ganz besonderer Beitrag Bad Kissingens zur Welterbestätte der Great Spa Towns of Europe.